Servus, ich bin's, euer bayerisches Cowgirl. Ja, ich bin wieder da und hol euch mit dem Traktor ab. Also, heute geht's ins Hinterland und zwar bei Hard West 2. Ist eine Fortsetzung natürlich, deswegen auch die 2 im Titel, von Hard West, das seinerzeit im Jahre 2015 rauskam. Und wer Hard West nicht kennt, das ist quasi so ein bisschen XCOM im Wild West-Szenario. Deswegen auch der Cowboy-Hut heute. Und da ist jetzt der zweite Teil erschienen. Lustigerweise wird er von einem anderen Entwickler gemacht. Der erste Teil wurde noch von Creative Forge Games in Polen entwickelt. Und jetzt ist es Ice Code Games, die ebenfalls in Polen sitzen, aber ist trotzdem ein anderer Entwickler. Und wir legen einfach mal los. Das Ganze spielt nach dem Tutorial und soweit ich weiß, nach der Demo. Wir steigen da jetzt ein und werden einfach mal unser Glück probieren. Ich kann euch gleich sagen, es kann sein, dass es extrem in die Hose geht. Dieses Spiel hat nämlich sehr komische Schwierigkeitsgrade. Es gibt einfach, schwierig und Albtraum. Es gibt kein Normal. Das finde ich komisch. Ich finde es auch sehr demotivierend, ehrlich gesagt, wenn man Entwickler ist. Warum macht man das? Dann nennt doch schwierig einfach normal und Albtraum schwierig. Aber allein, wenn ich schon weiß, es gibt einfach, wo ich mir denke, so, ist mir wahrscheinlich zu einfach und schwierig, ist mir wahrscheinlich zu schwer. Das ist eine mentale Sache, also kann ich komplett nicht nachvollziehen, warum man sowas macht, aber okay. Und das Spiel hat ein paar Besonderheiten. Wir haben natürlich unterschiedliche Charaktere, die wir steuern können, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und jeder davon hat auch noch eine Spezialfähigkeit, wie zum Beispiel hier der wilde Ansturm. Ne? Diers waghalsiger Sturmangriff erhöht seinen Grundschaden um 1 Punkt für alle 2 durchquerten Felder. Also da rennt er auf jemanden zu und pro 2 Felder macht er dann noch einen Schaden mehr, also haut halt richtig auf die Backen. Ne? Sie tauscht den Platz mit einem Charakter in Sichtweite. Auch ziemlich nutzvoll, wenn dein Gegner hinter der Deckung ist, eventuell, den man vielleicht noch sieht oder so, könnte man mit dem Platz tauschen. Kann aber auch sein, dass man sich selber ein bisschen in Gefahr bringt. Auf jeden Fall, wir schauen uns jetzt hier um. Hier haben wir die ersten Gegner. Ich kann mich bewegen, das kostet mich natürlich Aktionspunkte. Mit Carter gehe ich hier in Deckung und ihr seht schon, wenn ich da hingehe, das kostet mich einen Sheriff-Stern, wird hier angezeigt. Ne? Ich habe Aktionspunkte und die sieht man unten über dem Balken. Da habe ich 3 Sheriff-Sterne und wenn einer weg ist, habe ich nur noch 2 zur Verfügung. Aber das Spiel hat einen wahnsinnig krassen Mechanismus, wie man darauf aufbauen kann. Gehe ich mit jemandem hier hin? Scheiße, das brauche ich 3 für. Ja, das ist jetzt doof, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen. Dann bringe ich sie einfach mal hier in Position. Bringe ich hier hin und hoffe, dass die mich jetzt nicht sehen. Und ihn bringe ich auch hier hin. Und das ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Man kann Kugeln abprallen lassen. Und hier zum Beispiel von diesem Fass kann ich einen Abpraller machen. Das ist auch sehr wichtig um Gegner, die in Deckung sind. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch keinen. Wir haben nur noch 10 Versuche. Wir machen mal Runde beenden. Okay, die haben uns jetzt gesehen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das lief gleich komplett aus dem Ruder, Leute. Das war definitiv, ich habe gedacht, keiner von denen hätte mich gesehen. Cool, das lief gerade richtig, richtig gut. Scheiße, das war jetzt gerade überhaupt nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war der schlechtmöglichste Einstieg, den ich hätte machen können. Ja, der soll mal auf den hier schießen. Und hat den nicht getroffen. Gut. Ich kann die beide nicht erwischen? Doch, so. Besser als nichts, ne? Aber es ist trotzdem, es läuft gerade überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Tut mir leid, das wird ein sehr, sehr harter Einstand. Ja, wir probieren es. Verfehlt. Richtig gut. Den könnten wir killen. Ja, machen wir doch. So, und da haben wir jetzt gerade die Besonderheit gesehen, dass wenn ich es eben schaffe, einen Gegner zu killen, kriege ich wieder meine 3 Aktionspunkte zurück. Und das ist wirklich ein super taktisches Ding, wie man dieses, dass man gut in diesem Spiel einsetzen kann. Den könnte ich jetzt natürlich angreifen. So, und jetzt kann er zum Beispiel. Und ich kriege nochmal 3 Punkte. Wir greifen trotzdem den an. Kann ich den nochmal angreifen? Ja, das war jetzt nicht ganz. Okay. Eieieiei. Ich muss die Feinde hier loswerden. Ich muss vor allen Dingen. Ja. Wir gehen hier hin, probieren den Platz zu machen. So. Dadurch haben wir jetzt auch wieder unsere 3 Aktionspunkte bekommen, was natürlich sehr praktisch ist. Ich meine, ich könnte natürlich da hingehen. Das probieren wir jetzt mal.
So. Ne? Das ist dessen Fähigkeit, dass man selbst dann durch Deckung ballern kann. Ich geh mal hier hin. Dann mache ich mit ihr auch den Kopf einziehen. Shit, Kopf einziehen hat ja viel gebracht. Und der greift jetzt unbedingt auch nochmal meinen Geschwächten hier an. Alter, Alter, jetzt ist der gelähmt. So, jetzt gibt's aber auf den Sack. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Der Typ ist jetzt, der wird jetzt platt gemacht. So. Wie nicht genug Actionpunkte. Da brauche ich 3 für. Ach, ich bitte dich, ey. Ja, mach mal das. Dann machen wir das und erschießen den. Zack. Das heißt, sie kriegt wieder 3 Actionpunkte dazu. Sehr schön. Es wird schwierig. Ich glaube nicht, dass wir das alles schaffen werden. So, wir wechseln. Der Typ erscheint hier. Den Superangriff, er kommt hier hoch. Haut dem ordentlich eins auf die Backen. So, kann er jetzt hoffentlich den Typ platt machen. Kriegt dann auch nochmal. Sehr gut. Also wie gesagt, wir haben wirklich schlecht angefangen. Ich esse jetzt mal die Bohnen bei dem hier, weil muss ich essen. Sonst ist der relativ bald drauf. Und dann müssen wir mal weiterschauen, dass wir hier weiterkommen, weil wir haben noch ein ganzes Stück, dass wir uns nach vorne kämpfen müssen. Das war erst der Anfang, ne? So, okay. Jetzt geht der Affentanz schon wieder los. Okay, sie bewegen sich bis jetzt nur. So, 5. Dann kommt er jetzt ran hier. Kriegt dadurch wieder 3 Actionpunkte. Moment. Wir können ja vielleicht 75%, ne? Ihr seht, ich kann das hier abprallen lassen. Über dieses Fass da unten. Geil, das hat geklappt. Ich greife jetzt mal mit ihm an. Geil, das hat geklappt. Okay, wir haben ein Ziel abgeschlossen. Haben ein neues Ziel, töte die Schattentänzerwachen. Es sind 7 Stück. Geh wieder zurück. Weil die kommen jetzt sicherlich auf mich zugerannt. Und dann werde ich einfach schauen, dass ich eine gute Position habe, wo ich die Empfang nehmen kann. Runde beenden. Aha, da kommt nämlich von da hinten kommt auch was. Der läuft aber ganz schön fucking weit. Warum kann ich denn jetzt die Kamera nicht drehen? Okay, das sind super viele und schon gut, dass ich schon... Nein. Okay, das wird interessant. Das werden sehr viele Gegner sein. Es sind unglaublich viele Gegner, die sie auch gut in Position gebracht haben. Ich könnte mit dem hier Platz tauschen. Ich glaube, das wäre ganz geil. Und dann schmeiße ich das Dynamit dahin. So machen wir das jetzt mal. Müssen wir jetzt mal schauen, wie das funktioniert, weil es ist schwierig. Wie gesagt, jeder Charakter hat da nun mal seine Spezialfähigkeiten. Jetzt schauen wir mal, was dieses Dynamit anrichten kann. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Jetzt haben wir 3 Typen, die hier brennen. Krieg dadurch Aktionspunkte. Mach den platt. Krieg dadurch Aktionspunkte, mach den platt. Hab dadurch Aktionspunkte. Also wir haben jetzt gerade 3 Leute gekillt. Das war, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Das war auf jeden Fall ganz gut. Ich sehe jetzt hier, doch, da sind auch noch welche. Shit, der Typ. Aber es wäre vielleicht ganz gut, hier hochzugehen, ne? Ich gehe mal da hoch. Ja, wir probieren es jetzt mal. 25%. Wir können den nicht umlenken, ne? Ich sehe hier nichts. Vielleicht haben wir Glück. Nee, haben wir nicht. Runde beenden. So. Schattenkrieger sind dran. Ja, wir haben 3 gekillt. Es war sicherlich nicht das Optimum. Man hätte vielleicht ein bisschen was besser machen können. Aber solange ich nicht angegriffen werde... Okay. Wow, shit. Einer weniger ist besser als keiner, also, ne? Er ist zu weit weg. Ja, Runde beenden. Ja, das war super blöd. Jetzt kommen halt auch noch die, ne? Okay, die kommen von ganz schön weit her, aber da könnte ich eventuell mit meinem Indianerkrieger ordentlich Schaden machen. So,
Genau, das war das, was ich wollte. Jetzt kann ich den auch hier gleich noch platt machen. What? Ich habe gedacht, ich hätte noch eine Aktion. Habe ich das gerade vermasselt? Sie muss sich heilen. Der ist hinüber. Wir probieren es. Mann, verfehlt! Wir probieren es. Risky. Ja! Glück gehabt, Mann! Glück gehabt! Okay, Gegner sind dran. Die werden jetzt auf uns zukommen. Ja, wenn ich es umleite über den, habe ich 100% Trefferchance. Das machen wir. Das ist doch mal nicht schlecht. 100% Trefferchance ist besser als 50%, ne? Ja, ich tausche mit ihm Platz. So, was macht der jetzt? Der geht jetzt hier runter. Geht jetzt da hoch? Ja, okay, das soll mir recht sein. Der Typ klettert da hoch. Die bewegen sich alle relativ viel. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, das mache ich. Den bringe ich um, dann kriege ich alle Punkte wieder. Also den sollten wir doch jetzt ohne Probleme hinkriegen, oder? Kann ich das über Bande machen? Ja. Einen muss ich noch treffen. Kann er sich einfach hinbewegen und den erschießen? Wir haben dieses Ziel erreicht. Wir müssen noch Lelanet befreien. Wo ist die? Ist die hier oben irgendwo? Wir haben sie befreit. Und damit haben wir diese Mission geschafft, soweit ich das gesehen habe. Ja, wir haben jetzt natürlich nicht die Nebenziele gemacht, muss ich klar sagen. Haben wir jetzt in dem Sinne übersprungen. Ich finde es richtig cool. Ich mag diese Spielmechanik mit diesen drei Aktionspunkten, die man hat. Und dass man dann für den Charakter, der eine Figur, eine feindliche Figur umbringt, wieder Aktionspunkte bekommt. Das finde ich super smart. Ich mag das Cowboy-Setting natürlich. Ich finde die Fähigkeiten dieser Charaktere cool. Und auch, dass man quasi über Bande schießen kann. Für mich macht das einen sehr durchdachten Eindruck. Ich finde es echt richtig spaßig bis jetzt. Falls ihr auf XCOM steht und auf Western-Setting, dann solltet ihr auf jeden Fall Hardware 2 mal in Augenschein nehmen. Meines Erachtens echt bis jetzt ein guter Vertreter des Genres.